Technische Hochschule Mittelhessen hat eine Besonderheit, die es nicht viele Hochschulen haben. Es gibt 4 Prüfungsversuche bei uns. Das heißt also, man kann 3-mal, heißt es, schriftlich eine Prüfung machen. Und beim 4. Versuch hat man die Option, statt der üblicherweise schriftlich zu schreibenden Klausur, dann auch eine mündliche Prüfung abzulegen. Jetzt ist die Frage, soll man eher das Mündliche in Anspruch nehmen oder die schriftliche Prüfung machen, wenn man den 4. Versuch hat? Meine Erfahrung ist, ich bin immer ein wenig erschrocken, wenn ich in meinen Prüfungsanmeldelisten jemanden sehe, der seinen 4. Versuch hat, weil ein letzter schriftlicher Versuch ist relativ binär zu entscheiden. Da kann ich in der Klausur, wenn ich sie korrigiere, nur ankreuzen, ist richtig, ist falsch. Danach wird die Summe gebildet, der Punkte, die jemand hat. Und dann ist die Grenze einfach bei 50% in unserem Fall hier an der TAM. Dann hat man es entweder geschafft oder nicht. Und dann ist das Beil gefallen möglicherweise für den Kandidaten oder die Kandidatin. Haben wir eine mündliche Prüfung, da gibt es eher Chancen. Dann versucht man als Dozent natürlich rauszufinden, gibt es vielleicht einen Grund, jemanden durchkommen zu lassen, wo man merkt, jemand hat zwar die Konzepte verstanden, aber macht hier gerade einen Fehler in der Rechnung, in der Anwendung von irgendwelchen Konzepten, was man immer noch mit einem Kandidaten in einer mündlichen Prüfung besprechen kann, was man diskutieren kann, wo man noch Möglichkeiten sieht, was zu holen. Da haben wir auch die Möglichkeit, in so einem Gespräch rauszufinden, na gut, diese Aufgabe ist schiefgegangen, kannst du was anderes? Gibt es einen Themenbereich, der dir sehr gut gefällt? Wo hast du Schwierigkeiten? So kann man gemeinsam ausloten, wo ist der Raum dessen, was man kann? Wo sind möglicherweise Lücken? Und ist es vertretbar, damit noch zumindest einen Bestand zu haben und das Studium fortzusetzen? Wenn man nämlich endgültig durch ein Fach durchfällt, dann ist dieser Studiengang in ganz Deutschland für einen verbrannt. Darum sollte man gut darüber nachdenken. Also ich würde so eine gewisse Heuristik machen, um eine Entscheidung zu treffen. Ich würde darüber nachdenken, bei welchem Dozenten ist die Klausur sauber kontrollierbar. Gibt es alte Klausuren, ist man bombensicher, dass man die mit dem, was man getan hat, bestehen kann. Ansonsten würde ich auf alle Fälle immer auf die mündliche Prüfung ausweichen. Auch da natürlich nach Möglichkeit sich den Dozenten aussuchen, der zu einem passt, der einen abholt und der auch richtig auf einen eingehen kann.